schauen wir uns jetzt die Publikumsfragen für heute an. Als allererste Frage haben wir: Können Sie bitte den Lösungsweg des angehängten Beispiels zur Absatzkalkulation erklären? Okay, super, danke Philipp. Starten wir vielleicht mit der ersten Aufgabe zum Thema Lösungskalkulation. Also ich habe im Vorhinein schon etwas vorbereitet bzw. vorgearbeitet und habe ein Excel zu diesem Beispiel vorbereitet, das wir uns jetzt gemeinsam dann anschauen können. Vielleicht generell zur Frage, also wenn Sie Schüler einer Handelsakademie sind oder auch Schüler einer Berufsschule oder auch ein betriebswirtschaftliches Studium absolvieren, dann werden Sie früher oder später ganz sicherlich mit diesem Kalkulationsschema bzw. mit dieser Thematik konfrontiert werden. Aber schauen wir uns jetzt einmal genau an, was dahinter steckt. Und hierfür würde ich eben gerne hier dieses Excel mit Ihnen bearbeiten. Ich hoffe, man kann es sehen. Also ich glaube, man müsste es jetzt bereits sehen. Und hier ist eben diese konkrete Aufgabenstellung eines Kollegen bzw. eines Zusehers unseres Kanals, welche wir hier natürlich sehr, sehr gerne beantworten. Diese Frage kommt aus der Handelsakademie und wie gesagt, behandelt eben das Thema Absatzkalkulation. Sehen wir sie uns hier gemeinsam vielleicht einmal an. Ich habe sie Ihnen hier dargestellt. Hannes Wieser GmbH, Produktion von Küchenmaschinen aus Linz. Der Einzelhandelspreis der Küchenmaschine Ultra Alle Schneider soll Euro 66 inklusive Umsatzsteuer nicht überschreiten. Wie hoch dürfen die Selbstkosten sein, wenn eine Einzelhandelsspanne von 35% vom Einzelhandelspreis exklusive Umsatzsteuer, 2% Konto, 5% Verkaufspreis und 20% Gewinn zu berücksichtigen sind? Errechnen Sie die Selbstkosten. Ja, und wie man hier an dieser Angabe bereits erkennen kann, geht es hierbei, also im Rahmen der Absatzkalkulation, darum, die optimalen Preise zu errechnen bzw. Verkaufspreise zu berechnen und auch Listenpreise zu berechnen. Und grundsätzlich kann man hierfür immer dasselbe Schema verwenden bzw. wird auch immer dasselbe Schema verwendet, welches ich Ihnen hier jetzt links dargestellt habe. Wir sehen hier einmal am Ende dieses Schemas den Einzelhandelspreis inklusive Umsatzsteuer dargestellt und hier oben in der zweiten Zeile die Selbstkosten dargestellt. Starten wir vielleicht ganz kurz mit der Begrifflichkeit der Selbstkosten. Also die Selbstkosten sind letztendlich all jene Kosten, die das Unternehmen benötigt, um Produkte herzustellen oder Produkte anzuschaffen, welche dann in weiterer Folge wiederum verkauft werden. Und das ist immer so diese Ausgangsbasis. Wie man diese Selbstkosten errechnet, hierzu wird es, wenn es Sie interessiert, gerne einmal ein eigenes Thema geben, aber es würde hier jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir uns alles vor den Selbstkosten hier im Kalkulationsschema noch berücksichtigen. Aus diesem Grund lege ich hier in diesem heutigen YouTube-Livestream wirklich den Fokus darauf, dass wir diese Aufgabenstellung lösen. Und wenn wir uns hier dieses Schema anschauen, dann haben wir Selbstkosten, Gewinn, Nettoverkaufspreis, Verkaufsprovision, Kassapreis, Konto, Zielpreis, Einzelhandelsspanne, Einzelhandelspreis, exklusive Umsatzsteuer, Umsatzsteuer und Einzelhandelspreis. Im ersten Schritt müssen wir immer mal schauen, okay, was können wir aus diesem Schema, aus der Angabe bereits entnehmen? Und wenn wir uns hier diese Angabe anschauen, so sehen wir hier, dass wir einmal einen Einzelhandelspreis der Küchenmaschine in Höhe von 66 Euro inklusive 20% Umsatzsteuer haben, beziehungsweise dieser nicht überschritten werden darf. Dementsprechend können wir hier jetzt ganz einfach einmal hier die 66 Euro reinschreiben. Nehmen wir hier vielleicht einfach noch die... Formatieren wir es noch schnell, dass wir die
die Nachkommastellen auch haben. Okay, also hier haben wir mal einen Preis von 66,0 und wir wissen, dass dementsprechend diese 66,0 eben auch 20% Umsatzsteuer beinhalten. Dementsprechend können wir als nächstes jetzt aus diesen 66 Euro einmal die Umsatzsteuer rausrechnen. Und wie können wir die Umsatzsteuer rausrechnen? Ganz einfach, indem wir diese 66 nehmen, mal 100, dividiert durch 120, weil wir wissen ja, dass diese 66 Euro 120% sind. Und wenn wir dann hier auf Enter drücken, also oder beim Taschenrechner auf Ist gleich drücken, dann kommen wir hier auf eine Umsatzsteuer oder auf einen Umsatzsteuerbetrag von 11 Euro. Und damit ergibt sich dann in nächster Folge auch schon die Möglichkeit, den Einzelhandelspreis exklusive der Umsatzsteuer zu berechnen. Und den errechnen wir ganz einfach, indem wir die 66 nehmen und davon dann diese 11 abziehen. Daraus ergibt sich dann eben ein Einzelhandelspreis von 55 Euro. Und als nächstes, wenn wir hier FET, haben wir immer so diese Zwischensumme bzw. die Zwischenergebnisse. Und dann müssen wir als nächstes einmal den Zielpreis errechnen. Und den Zielpreis errechnet sich in dem Einzelhandelspreis abzüglich Einzelhandelsspanne, ergibt den Zielpreis. Jetzt müssen wir mal schauen, was ist die Einzelhandelsspanne. Die Einzelhandelsspanne ist laut der Angabe 35%. Dementsprechend müssen wir auch hier wiederum eine Prozentrechnung durchführen und diese hier 55 mal 35 dividiert durch 100 rechnen. Das heißt, wichtig ist aber hier, Achtung, hier rechnen wir von 100% und nicht von 120%, weil die Einzelhandelsspanne eben hier vom Einzelhandelspreis exklusive der Umsatzsteuer berechnet wird. Woher wissen wir das? Das steht hier in der Angabe. Wenn eine Einzelhandelsspanne von 35% vom Einzelhandelspreis exklusive Umsatzsteuer. Und dementsprechend können wir hier eben diese 35% ausrechnen. Und davon ergibt sich dann eben ganz einfach der Zielpreis, indem wir die 55 nehmen, abzüglich der Einzelhandelsspanne. Und dann kommen wir auf einen Zielpreis von 35,75 Euro. Vielleicht auch noch hier die Frage, was ist die Einzelhandelsspanne? Die Einzelhandelsspanne ist letztendlich die Marge oder jener Prozentsatz, den der Einzelhandel dann in weiterer Folge auch noch verdienen möchte. Also nicht das, was wir als verkaufendes Unternehmen an den Handel verdienen, sondern was der Einzelhandel dann in weiterer Folge auch noch verdient. Und dementsprechend wissen wir dann in weiterer Folge auch noch, dass hier eventuell 2% Skonto berücksichtigt werden müssen. Und aus diesem Grund müssen wir hier von diesem Zielpreis dann eben auch wieder diese 2% Skonti berücksichtigen. Das heißt, wir nehmen einfach diese 35,75, rechnen hier wieder mal 2, dividiert durch 100 und dementsprechend ergibt sich dann ein 2%iger Skonto von 72 Cent. Und auch hier müssen wir diesen dann wiederum abziehen vom jeweiligen Zielpreis, so kommen wir dann auf einen Kassapreis von 35,04. Warum 0,04? Ah, weil wir im Hintergrund jetzt weitergerechnet haben mit mehreren Kommastellen. Also wenn Sie hier jetzt immer nur mit 2 Kommastellen gerechnet hätten, dann wären es hier natürlich schon die 35,03. Aber nehmen wir nicht, dass es verwirrend ist, jetzt diese 35,03. Und dann
müssen wir hier auch noch eine Verkaufsprovision berücksichtigen. Und diese Verkaufsprovision ist hier 5%. Weil Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben ja dann in weiterer Folge auch einen Mitarbeiter oder Vertriebsmitarbeiter, welche Ihre Produkte verkaufen und diese gegebenenfalls auch eine Provision verdienen bzw. am Umsatz mitschneiden. In diesem konkreten 5%. Und diese 5% müssen natürlich im Vorhinein auch mitkalkuliert werden, ebenso wie zum Beispiel das Konto. Und dementsprechend müssen wir auch hier wieder von diesen 35,03 die 5% ausrechnen, also diese 35,03 mal 5 dividiert durch 100, dann kommen wir auf eine Verkaufsprovision von 1,75 und daraus ergibt sich dann in weiterer Folge eben auch wiederum ein Nettoverkaufspreis von 33,28 beziehungsweise eben hier von 35,03 abzüglich der 1,75 und so kommen wir dann auf den Nettoverkaufspreis von 33,28. Und jetzt wissen wir aber auch noch, dass wir einen 20%igen Gewinn berücksichtigen müssen. Und hier geht es wiederum so, dass wir hier, Achtung, ähnlich wie hier, nicht die 20% von diesen 33,28 berücksichtigen, sondern wir berechnen die 20% von den Selbstkosten. Das heißt, wir schlagen 20% obendrauf. Und dementsprechend wissen wir, dass diese 33,28 120% sein müssen. Und aus diesem Grund müssen wir diese 33,28 mal 20 dividiert durch 120 und dann kommen wir auf einen Gewinn von 5,55 Euro beziehungsweise Selbstkosten. Einfach hier wieder den Nettoverkaufspreis abzüglich den aufgeschlagenen Gewinn in Höhe von 20% abziehen und so kommen wir dann auf den Selbstkostenpreis von 27,73 Euro. Und dementsprechend haben wir dann eben auch hier, errechnen Sie die Selbstkosten, die Aufgabe bereits vollständig und zur Gänze gelöst. Vielleicht im Zusammenhang mit diesen Aufgabenstellungen bzw. mit der Absatzkalkulation, hier finden Sie in der Praxis bzw. auch in den Lehrunterlagen unterschiedliche Übungsaufgaben vor. Je nachdem, also Sie müssen immer bei der Aufgabenstellung darauf achten, was ist gegeben und welche Werte müssen Sie errechnen. Und dementsprechend kann eben unterschieden werden zwischen der progressiven Absatzkalkulation und auf der anderen Seite der retrograden Absatzkalkulation. Also was wir hier jetzt gemacht haben, wäre eine retrograde Absatzkalkulation, das heißt, wir rechnen vom Einzelhandelspreis zurück. Es kann aber auf der anderen Seite natürlich auch vorkommen, dass Sie die Selbstkosten gegeben haben, beziehungsweise die Selbstkosten im Vorhinein bereits selbst errechnen haben müssen und dann den Einzelhandelspreis oder den Kassapreis ausrechnen müssen. Und dann sprechen wir eben von einer sogenannten progressiven Absatzkalkulation, also ausgehend von den Selbstkosten hin zum Einzelhandelspreis. Und teilweise gibt es dann auch noch etwas fiesere Übungsaufgaben, wo Sie einzelne Angaben haben und teilweise sogar retrograd und andererseits vielleicht auch progressiv gleichzeitig berechnen müssen. Also wenn Sie hier beispielsweise den Kassapreis gegeben haben. Aber das wären jetzt andere Beispiele. Das ist jetzt mal grundsätzlich so, was die Aufgabenstellung war, beziehungsweise die Frage, lösen wir bitte gemeinsam dieses Übungsbeispiel. Und hierfür finden Sie eben die Lösung für dieses Übungsbeispiel. Und wenn Sie noch Fragen haben zum Thema, bitte einfach ergänzend oder hinterlassen oder kommentieren.
Ja, dann sind wir, glaube ich, fertig mit dieser. Dann kann ich den Bildschirm wieder freigeben. Vielleicht an dieser Stelle auch noch den Hinweis, wenn Sie vertiefende Unterstützung benötigen, dann besuchen Sie doch einfach auch einmal unsere Webseite. Dort bieten wir ein ausführliches Programm rund um das Thema Online-Nachhilfe und Prüfungsvorbereitung an. Und dort können Sie wählen zwischen Einzelnachhilfestunden oder einem Zehnerblock zu wirklich sehr, sehr fairen Preisen. Und dort bereiten wir Sie sehr, sehr gerne auf Ihre nächsten Prüfungen vor, sodass wir hoffentlich nie oder dass Sie nie mehr wieder schlechte Noten schreiben.